los. So, moin moin, da sind wir wieder. Und ich bin nicht alleine. Hallo. So, ich hab auch schon richtig Bock drauf jetzt. So. Ja, Salat ist immer... Ich fand das richtige Salat endlich. Ja, das richtige Salat, ja. Nicht dieses Gefälschte aus China. Aus China? So, wir haben wieder ein normales Safe-Game, also diesmal nicht über Safe-Stat. Fangen richtig bei der Dämmerung des ersten Tages an. Denkst du an Discord? Achso, ja, ich denke an Discord. Moment, geht's sofort los. Muss ich mich nicht selber hören? Nochmal unter Gaming, Projekt 64. Projekte? So. Mit B? Ja, ja, Projekte. Mhm. Nee. So. Ah, juhu! Da ist es. Stream. So. Ach ja. Das ist ein bisschen leise. Warum ist das mir so leise? Mhm. Ah, jetzt. Wo hatten wir letztes Mal aufgehört? Wir müssen den Zora-Typen umbringen. Ja, stimmt. Epona hatten wir geholt und, genau, und wir die haben, Aliens vertrieben. Wir, und haben, jetzt... wir haben diese tolle Erwachsenenmaske jetzt. Stimmt, die Romani-Maske, genau. Weil wir die Milch beschützt haben. Genau, das heißt, wir können uns auch Chateau Romani holen, wenn wir das wollen. Und wir können jetzt an den Strand und genau den Zora töten oder beziehungsweise erlösen. Wir töten ja niemanden in diesem Spiel. Hm. Also zumindest keine Gegner. Ja, obwohl, doch Gegner schon. Aber wenn wir jetzt in dieses Wassergebiet gehen, wäre es nicht vielleicht besser, wenn wir erstmal in den Canyon... Im Canyon war doch irgendwo dieser Typ mit der Felsmaske. Ja. Ich habe so im Gefühl, dass es besser wäre. Achso, wir sammeln glaube ich erstmal Geld, wenn wir eine Karte kaufen wollen. Ja, bevor du in die Piraten-Gerudo-Festung gehst, ist es ganz gut, die Felsmaske zu haben. Ja, das denke ich mir auch, deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so doof. Oh Gott, ich guck nicht. Ja, weißt du, so die Leute, die sich das Let's Play angucken, denken sich auch so, oh Gott, kann der denn gar nichts? 2, 5, 4, 1. Ach, was, das denkt niemand, sagt uns. So. 2, 5, 4, 1, 3. Ja, ich meine, wie oft habe ich diesen blöden Code jetzt schon eingegeben? Und ich muss jedes Mal wieder ins Notizbuch. Bestimmt sitzen alle davor, boah, ist der doof, der kann sich nicht mal den Code machen. Ich warte nur drauf, dass es in den Kommentaren steht. Ja, und? Aber meine Videos werden in der Regel nicht kommentiert. Also das sagt mir auch so viel, dass die meisten Leute sich die Aufnahmen nicht angucken, sondern die meisten Leute gucken live zu, wenn überhaupt. Jetzt ist aber mal gut hier. Was denn? Schluss jetzt. Einen noch. Ich hab sogar ein Spiel verlost. Wie, du hast ein Spiel verlost? Naja, ich hab, das ist schon länger her. Ich hab halt, als der Stream gestartet ist, direkt gesagt, irgendwas von wegen, ja, hallo du bei YouTube, so, wenn noch keiner im Kommentar hier was geschrieben hat, hast du gerade einen Steamcode gewonnen. Du wolltest mal, du hast mal auch so einen Steamcode irgendwie, als Entschuldigung für irgendwas. Ich hab auch Haufen Steam-Codes, aber es hat nie irgendjemand eingelöst. Also, von daher... Bleibt runter kommentieren. Ha. Ich weiß leider nicht mehr, bei welchem Video das war. Also von daher... Ja, selbst wenn, dann hätte ich das nicht gemacht. Nicht, dass du denkst, ich will nur bei dir Codes abgreifen. Hätte ich das schon aus diesem Grund nicht gemacht. Ja, wenn du einfach nur Codes abgreifen willst, dann kann ich auch ein Humble Monster auf deinen Namen abschließen. Was? Codes abgreifen? Also dieses Humble Monster Bundle, das ist echt gut. Ja. Also da habe ich schon... Das, wo du die coolen Spiele herkriegst. Ja, also viele coole Spiele. Auch teilweise eher so Spiele, die halt so ein bisschen... So, wie viel Geld wollen wir denn mitnehmen? Ich glaube, 100 Rubine reichen, ne? Ja, also viele Indie-Games und kleinere Dinger halt. Was ist noch coole dabei? Ja, sind öfter auch mal AAA-Titel dabei. Ich habe so ein NBA-Spiel da. Das war glaube ich, auch gar nicht mal unbedingt so schlecht. Ja, das klingt eigentlich ganz cool.
Also in sich dieses NBA-Spiel, das wird nicht unbedingt meins vielleicht, aber... Nee, aber manchmal, also... Aber es gibt manchmal so coole Indie-Games, finde ich. Ja, die also, man sonst gar nicht so bemerken würde. Genau, also ich habe mir deswegen auch öfter schon mal beim Nintendo eShop auch schon mal einfach diese Billigspiele gekauft. Also einfach nur die Dinger, die nur 1 Euro kosten oder 1,50 Euro oder so. Weil da sind teilweise echt gute Spiele bei. Also ich habe neulich das Spiel Hook gespielt. Das sah interessant aus. Das sah aus, also am Anfang sieht es halt mega kompliziert aus. Achso, das Meer ist hier. Ah, verdammt, ich bin genau in die falsche Richtung gelaufen. Das Ding ist halt, am Anfang wirkt das Spiel sehr, sehr kompliziert. Aber das Schöne ist, es ist eigentlich sehr logisch. Also ich glaube, jemand, der so Leiterbahnen programmiert und so, für den ist das Spiel absolut was. Ich hatte auch mal ein cooles gefunden, aber das war auf dem Tablet und dann ist das Tablet kaputt gegangen. Ich habe das nicht mehr gefunden, das Spiel. Das war mit so Logic Gates, wo du so mit Logic Gates quasi so auch so Rätsel lösen musstest. Also mit OR, XOR, AND. Oh ja. Und so. Das war richtig cool, das hat richtig Spaß gemacht. Gerade wenn du so ein bisschen so mit so logisch denken das magst. Und ich fand das echt cool und ich finde das Spiel nicht mehr. Und ich weiß auch leider nicht mehr, wie es heißt. Aber das hat echt Spaß gemacht. Naja, solche Steine gibt es ja bei Minecraft auch. Da gibt es dann noch. Ja, dann. Ach, moin, super freundlich. Schön, dass du da bist. Ja, mir geht's wunderbar. Also, bis darauf, dass ich ein Gerstenkorn habe und mich deswegen nicht so gerne in der Kamera zeige. Deswegen habe ich heute die Kamera aus. Aber sonst ist alles super. Ja, lange nicht gesehen. Was hast du denn so gemacht in der Zeit? Ah, guck mal, hier kommt man nämlich rüber, wenn man Epona hat. Ja, genau. Genau, so ist das. Nee. Ah. Ich kann sagen, das klingt nicht nach Epona. Ich achte nicht drauf, wie es klingt, sondern welche Tastendrücke das sind. Ja gut, wenn Servus spielt. Was? Uni. Wo ist Epona da gerade hergekommen? Kann mir das mal irgendjemand sagen? Ich mag diese Gegner nicht. Diese Bomb-Shoes, die sind echt nervig, ja. Das war zu wenig Anlauf, würde ich mal sagen. Ach, ich sollte vielleicht auch bei Discord gucken, sonst wundere ich mich wieder, warum alles hinterherhängt. Da in dem Streitkreis müsste er eigentlich sitzen. Ja, das sollte er. Ja, da ist er, der Arme. Du bist die erste Person, die jemals mit mir gesprochen hat. Ich bin schon seit vielen Jahren hier, fuchtel mit den Armen und bitte jeden um Hilfe, aber alle Leute ignorieren mich und gehen einfach weiter. Warum liegt so daran, ruft? Dass ich so auffällig wie ein Stein bin, aber daran habe ich mich schon gewöhnt. Ich hätte eine Bitte, würdest du mir etwas Medizin geben, damit sich auch ein unauffälliger Stein wie ich besser fühlt? Stimmt, man musste ihm Medizin geben, das hatte ich voll vergessen. Ja, ja aber dann holen wir ihm einfach einen roten Potion aus dem Wald, das ist ja gar genau. Kein Problem. Ja, aber hätten wir das jetzt vorher machen, ich habe da auch ja, aber nee, das ist gesehen. Ja auch okay, dann das ist ja gar kein Problem. Hier ist doch bestimmt irgendwo so eine Steineule. Aber weißt du warum? Warum ruft er dann nicht um Hilfe? Er ruft mit den Augen, aber er ruft nicht. Ja, weil reden kann er ja ganz offensichtlich. Ja, eben. Das ist nicht so ganz nachvollziehbar. Ja, so ein bisschen. Ah. Informatik, ja. Also Mathe. Wie schnell er sich bewegt. Na gut, seine Bewegungen sind an den Zeitfluss gebunden. Okay, gut. Hier sind wir nicht richtig. Na gut, okay, alles klar. Wir wollen in den Sumpf. Ja gut, du hast 6 Snyder's Justice League. Und wie fandest du? Also ich finde dieser... Ich meine, gut, das sind einfach 4 Stunden gewesen. Das war natürlich echt ein Brett, aber
Muss ich mir auch nochmal irgendwann angucken, wenn ich Zeit habe. Wenn ich mal 4 Stunden Zeit habe. Am Stück und Bock habe. Ich habe den auch nicht am Stück geguckt. Wir haben 2 Stunden geguckt, haben eine Pause gemacht und haben dann nochmal 2 Stunden geguckt. Ich fand den Film auch richtig gut. Also einfach weil... Achso, jetzt müssen wir die Hexe ja auch wieder befreien, ne? War das nicht so? Ja, müssen wir mal gucken. Aber bei dem Zack Snyder, da muss ich immer wieder sagen, so diese... Ich hätte kein Problem damit, wenn Filme einfach öfter mal so lang sind. Aber man hat wenigstens bei dem Film gehabt, also den Eindruck gehabt, dass sie sich wirklich die Zeit nehmen, die sie brauchen. Und oftmals wirken die Filme so gehetzt und sind dann einfach nur so, ja, jetzt spulen wir mal ein paar coole Effekte ab und ein paar epische Momente und dann ist es das auch schon gewesen, so. Rotes Elixier. Ja, es muss ja auch gar nicht mal unbedingt immer so sein, dass diese Kinofassung irgendwie so viel vermissen, aber bei manchen Filmen braucht man einfach ein bisschen mehr. Und ich finde, bei dem Justice League hat man das gebraucht, weil das nicht wie bei dieser Avengers-Reihe da einfach 10.000 Filme waren vorher. Hier, bei Avengers haben sie ja wirklich jede kleine Episode zu einem 3-Stunden-Film gemacht. Aber mussten deswegen auch am Ende auf nichts verzichten. Ach Quatsch, die falsche. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Eigentlich ist es ein bisschen schade, dass da... Ach nee, warte mal. Nee, Loki habe ich auch noch nicht gesehen. Aber man merkt auch einfach, die Leute... Ja, die Leute wollen halt einfach, die wollen halt einfach Serien gucken. Gerade. Ich habe zwischendurch sogar die Befürchtung gehabt, dass die Zeiten der Filme vorbei sind, aber zum Glück scheint dem nicht so ganz so zu sein. Aber trotzdem merkt man halt schon, es sind schon sehr viele Serien auch zu den großen Franchises unterwegs, ne? Und ich gucke eigentlich nicht so gerne Serien. Ich guck mir lieber halt einen Film an. Wie zum Beispiel hier bei Made in Abyss. Das finde ich... Ne, das ist zwar eigentlich eine Serie gewesen, aber es gibt da halt so diesen Movie-Cut. Den kann man sich hier auch kaufen. Und da hat man dann halt die erste Staffel aufgeteilt in 2 Filme. Die 2 Filme, das war jetzt die erste Staffel quasi. Genau. Ja gut, ich kenne ja den... die Ferzmaske. Ich kenne ja den Manga dazu nicht, also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, wie viel da weggelassen wurde oder auch nicht, aber...
Also, ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass wesentliche Teile gefehlt haben. Also, vor allem diese so in meinem Kopf war einfach diese Vorbereitung an diesem ersten Camp, wo sie waren. Die war irgendwie länger. Zumindest hatte ich sie länger in Erinnerung. Achso. Na, noch brauchen wir sie ja nicht, aber ist schon mal gut, dass wir sie haben. So. Ja. Ist auf jeden Fall hilfreich. Da reiten wir jetzt hin. Weil es auch fast schon so leicht den Schwierigkeitsgrad schon ziemlich runternimmt, aber. Ach, es ist einfach so nervig. Mm. Ja, ich verstehe es schon. Und wenn das nicht gedacht wäre, dann würde das nicht gehen. Ja, klar. Könnte es sein, du willst die volle Challenge dir geben oder so. Ja, hier die volle Challenge. Das gibt's bei Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Da gibt es Tonikums oder Tonika, die Steuerung umkehren und so. Oh, sowas hasse ich ja generell, was die Steuerung umkehrt, da kriege ich ja sowieso die Krätze. Das Geile ist einfach, wie das aufgebaut ist. Es gibt halt eins, was die Steuerung umkehrt und die Buttons austauscht. Da gibt es eins, was das Bild spiegelt und eins, was das Bild quasi auf dem Kopf darstellt. Wenn du diese drei Tonika kombinierst... Das ist dann wie so ein Trip. Ja, und das musst du zu einem Saufspiel machen. Was? Das musst du was machen? Daraus musst du ein Saufspiel machen. Oh Gott. Ja. Klar. Ja. Lieber nicht. Dass man MC gleichzeitig irgendwie. Ja, das Ding ist halt, ich habe keinen Bock jetzt halt irgendwie Netflix zu holen, weil ich halt irgendwie eine Serie gucken will. Ne? Ja, und das mit den Serien ist sowieso immer so eine Sache, die, beziehungsweise gerade mit diesen Abos, ne, gerade wie jetzt hier zum Beispiel, Netflix. Ich muss doch irgendwo boah, warum bufft er mich so weg? Ich hätte jetzt gedacht, hier müsste eigentlich auch irgendwo so eine Eulenstatue sein, aber... Müsste auch theoretisch, aber es kann sein, dass die erst da drüben irgendwo ist. Also da. Ja, wahrscheinlich in dem anderen Gebiet. Ja, mal gucken. Ach nee, die ist da vorne an dieser Insel. Da ist die. Ah, stimmt. Was schwimmt denn da und wird von Möwen umkreist? Wir lassen ihn einfach treiben. Boah, das kannst du doch nicht machen. Stimmt, wir müssen ihn umbringen. Wir erlösen ihn. Wir bringen doch niemanden um. Was genau machst du das schon wieder? Nee, ich kann nicht anders. Ach so, ja, du musst. Okay. Ich sah gerade ganz komisch, was du da gemacht hast. Aber stimmt, du musst den ja ans Ufer. Ich habe auch die Kamera nicht verstellt. Das hat sie selbst gemacht. Achso, habe ich das schon gesagt? Moin, Prinz Heiterbuck. Hallo. Du bist ja drauf. Ja.
Jetzt sieht doch plötzlich wieder ganz fit aus hier. Yay! Was für ein Abgang. So, wie ist denn das Lied des Todes da? Du! Für alle Zuschauer, das ist das Lied der Befreiung. Wir erlösen ihn nur. Der wird nicht getötet. Bei diesem Spiel wurden keine Soras getötet. Ja, die Grafik, das war damals der Shit. Da brauchte man sogar das Expansion Pack, sonst wäre das mit der Sichtweite gar nicht mehr möglich gewesen. Also für N64-Verhältnisse war das damals der Hammer. Aber stimmt schon, so ist. Also dadurch, dass wir nicht diese Texturenpakete nutzen können. Ich hab kein Problem mit der Grafik, ich finde das nicht mal so schlimm. Meine Güte, ist halt ein älteres Spiel, meine Güte. Also das kann man nicht immer mit heutiger Grafik vergleichen, meine Güte. Also, soll das. Ich finde, jede Grafik hat so ein bisschen einen Charme. Ich kann da nicht immer so sein. Boah, ja gut, gerade die N64-Grafik finde ich, da ging das noch ganz gut. Ja. Gut, zum Beispiel Tomb Raider 1, das erste, das war recht pixelig, also da. Das war schon ein Stück weit, ja. Aber das, ja, das ist so die Zeit, wo auch. So, das, ja, ich weiß nicht, wann ist denn das? Da auf dem PC so auch so ein bisschen wie Tomb Raider und so, dieses so ähnlich, die Zeit wahrscheinlich. Also das dritte Tomb Raider und so. Vielleicht sogar noch ein bisschen später, ich weiß gar noch nicht. Aber wie gesagt, ich finde es immer müßig, dass mit heutiger oder halt auch Grafik, die irgendwie 10, 20 Jahre später da kam, zu vergleichen. Ja, eben. Ah, 96 so rum, ja. Boah, Wahnsinn, ne? Und dann ist ein Tomb Raider 3, das müsste doch auch die Zeit sein. Das ist bestimmt schon 5 Jahre her, ne? 96 so? Wann ist denn der dritte? 98. Ja, okay, aber gut geschätzt. So, zweiter, dritter Tomb Raider. Das passt schon, so die Zeit. Wann ist Shadow Man? Phänomen 99, ja, das ist alles so die Zeit. Ich mag die Grafik eigentlich. Ich kann da nicht so sein. Das Schöne bei dieser Verwandlung ist ja, dass man diesen Superschild hat beim Schwimmen. Du meinst den Elektroschild? Ja. Aber das Coole ist ja, wenn du Shotoro Mani hast, kannst du das richtig spammen. Ach stimmt, ja klar. Du verbrauchst ja kein Mana mehr. Und dann kannst du die ganze Zeit mit dem Schild anlassen. Das ist schon auch ein bisschen OP dann, so leicht. Naja, du musst ja auch dafür erstmal den Shotoro Mani freigespielt haben. Und du musst ihn für 200 Rubine gekauft haben. Ja gut, aber durch das, dass da immer 200 Rubine quasi fast rumliegen. Ja, das stimmt. Ja, okay, das sind 200 Rubine, aber... Ja, und du musst halt bis zur Nacht des ersten Tages warten, weil vorher kannst du den nicht kaufen. Stimmt. Der Typ ist halt auch ein bisschen gruselig. Ach, der ist doch ganz normal.
Aber er sieht ein bisschen gruselig aus, er hat so ein bisschen Überbiss, wie Drachenlord, nur umgekehrt. Nur oben statt unten. Man muss ihm die Eier bringen, da war irgendwas. Ja, hier ist ja nichts mit mal eben schnell ein bisschen durch die Gegend schwimmen. Ja, wollen wir erstmal zu den Zoras gehen oder wollen wir direkt schon die Piraten besuchen? Ja gut, im Sinne dessen, dass wir ihre Story, die Story ein bisschen abbilden wollen, ist es wahrscheinlich besser, zuerst zu den Zoras zu gehen, oder? Ja, stimmt. So, dass man ein bisschen... Können wir eigentlich, wenn wir schon mal hier so ein bisschen Story machen, können wir eigentlich direkt mal hier in dieses Haus reingehen? Hier werden sie geholfen. Ich glaube, ich will jetzt nicht wissen, was der mit diesem Bild machen will. Wir hinterfragen es mal nicht. Also okay, ohne Enterhaken geht hier mal gar nichts. Nee. Kulturhaus ist... Ohne Enterhaken macht das glaub keinen Spaß. Ja, und jetzt kommst du ja nie wieder raus, kannst den Spielstand vergessen. Genau, gesoftlockt. Ja. Ach, verdammt. Tingle ganz vergessen, Mensch. Wollen noch eine Karte. Daneben. Zu hoch. Daneben. Ach, verdammt. Was machst du denn? Du sollst nicht Tingle töten, du sollst nur seinen Ballon abschießen. Das wäre doch wieder witzig, wenn das auch noch möglich wäre. Was? Tingle zu töten? Ja. Das findest du jetzt wieder witzig? Mhm. Ja, und dann kriegst du keine Karten mehr. Ja.
Dann hast du verspielt. Nein! Nein! Das gibt's doch nicht! Was soll denn das? Komm runter da! Gemeinheit! Ewig brauchst. Oh, du hast mir geschrieben, mein Handy hat es sich wieder oben. Ja. Mal wieder vom WLAN abgemeldet. Wie witzig. Jetzt kriege ich gerade 5 Nachrichten auf einmal. Nicht ersticken. Da konnte man noch so irgendwie was mit den Krügen machen, oder? Dann musste alle auf einmal erwischen und irgendwas war dann. Naja, fast. Das ist wie beim Coronen-Ding irgendwie. Musste ich irgendwie beweisen. Na gut. Da vorne ist diese unauffällige Höhle. Willkommen zurück, super freundlich. Das treffen sich nicht mit gewöhnlichem Fußvolk. Schon ein bisschen arrogant so.
Das Geile ist, er hat einfach gesehen, wie ich mich verwandelt habe. Aber scheint ihm nichts ausgemacht zu haben. Nee. Warum klingt der wie der Bohnenverkäufer? Der Sound ist einfach recycelt worden. Ja. Ach, ähnliches Aussehen, ähnliche Figur. Ja, ja, passt schon. Achso, ja, die Naturkatastrophe mit dem Wasser. Ja, die Überschwemmung meinst du wahrscheinlich, ja. Ja, es ist schon krass. wenn man sich das anguckt, ey, da sind wirklich ganze Dörfer abgesoffen. Unfassbar. Vor allem, wie schnell das teilweise gegangen sein muss, halt. So. Da gar nicht mehr reagieren konntest, teilweise so, oder ja, vor ich allem weiß es nicht. Es wurde halt jetzt, das habe ich so am Rande gehört, dass es halt auch wohl durchaus Warnungen von Leuten gab, aber die wurden halt nicht gehört. Okay. Und, oder beziehungsweise ignoriert und ja, und am Ende, jetzt haben sie halt den Salat, ne? Was ich dann manchmal auch nicht verstehe, dass dann irgendwie Neubaugebiete erschlossen werden, wo man seit Jahrhunderten weiß, dass das Donau, zum Beispiel Donauhochwasserwiesen sind oder so. Und man weiß, da kommt alle paar Jahre oder irgendwann mal auf jeden Fall Hochwasser, weil es schon seit 500 Jahren so war. Man kann, gibt es ja teilweise so Säulen, wo das markiert wurde, so 1600 irgendwas, 1800 irgendwas und so. Dass dann da reingebaut wurde, das denke ich mir halt, dann will man es doch nicht anders. So, also, weiß man dann doch eigentlich vorher. Kann man wahrscheinlich jeden Einheimischen fragen, der so ein bisschen sich mit der Geschichte dann auskennt, dass da irgendwie Gefahrengebiet ist. Ja, aber es ist denen ja egal, die wollen ja nur Geld machen. Denen, die das verkaufen, ja klar, ist denen egal, Geld ist halt immer wichtiger. Habe ich heute auch so ein Video gesehen, es gibt tatsächlich so Ortschaften, oder gab es zumindest, da waren halt die Häuser schon von vornherein auf, entweder auf Pfähle gebaut, weil man wusste, okay, es kommt sonst oft im Hochwasser, dann ist man vorbereitet, oder wo halt irgendwie der erste Stock oder das Erdgeschoss komplett gefliest war bis zu einer bestimmten Höhe, weil man wusste, okay, es kommt halt gern mal zu Hochwasser. Finde ich schon krass, aber die Leute waren halt vorbereitet und die wussten halt, auf was sie sich einlassen. Aber ich denke, wenn du da als Unbedarfter hinziehst in so ein Neubaugebiet und weißt das nicht, da bist du echt gearscht, so. Ja. Ja, da kann man nur hoffen, dass die Versicherungen das wenigstens tragen, also. Ich meine, wir wissen ja auch alle, Versicherungen drücken sich ja auch gerne. Da kann man echt nur hoffen, dass die wenigstens da zahlen. Ja, wobei ich schon auch gehört habe, dass gerade in solchen Gebieten, wo das öfters jetzt vorkommt, die Versicherung sagen, nee, versichern wir gar nicht mehr. Weil sie wissen, dass sowas gern passiert. Und es sind ja auch nur Unternehmen quasi. Das ist aber auch geil, ne? So, wir versichern das nicht mehr. Wir versichern nur die, bei denen wir ziemlich sicher sind, dass da nichts passiert. Ja, ja, natürlich. Besten Dank. Ne? Sind halt auch nur Zecken quasi. Die halt auf Nicht-Eintreten von Versicherungsleistungen spekulieren. Ja. Gut, das hatte ich auch schon mal gesagt, das ist im Prinzip Wetten halt, ne? Ja, klar. Die wetten halt, dass es für sie gut ausgeht. Und wenn sie halt so und so oft irgendwie eine Wette verloren haben, dann sagen sie halt, okay, darauf setzen wir jetzt nicht mehr, weil, oder damit spielen wir jetzt nicht mehr, weil das Ereignis so und so oft eintritt in so und so vielen Fällen. Das kostet uns zu viel. Kann ich ja dann auch ein Stück weit nachvollziehen. Wenn man dann sagt, nie. Ja, irgendwie schon, aber also, es ist schon ziemlich assi. Ne? Ja, für die Leute ist es assi. Mega assi. Ist halt jetzt vor den
Vor allem der bei dem ich das Video geschaut habe, der hat gesagt, ganz schlimm ist es für die Selbstständigen halt, wenn du deine ganze Ladenfläche oder was weiß ich was verlierst. Du hast ja irgendwie schlechtere Rentenansprüche, deine Geschäftsgrundlage ist weg und. Also die sind richtig gearscht jetzt. Und ja. Wenn du halt irgendwo Arbeitnehmer bist, okay, dein Haus ist weg, aber du hast irgendwie noch deine Arbeit mehr oder weniger, deinen sicheren Rentenanspruch mehr oder weniger. Also man muss dich nicht drum kümmern, naja scheiße, meine ganze Existenzgrundlage, mein Laden, mein Lager, irgendwas ist weg. Da dachte ich mir schon, eigentlich hat er recht, also da ist man irgendwie richtig dann am Arsch. Also Selbstständigkeit ist echt kein Zuckerschlitz. Das stimmt, wieder. Aber gut, man entscheidet sich ja mehr oder weniger bewusst dafür, aber trotzdem. Ja, nicht mehr oder weniger, man entscheidet sich bewusst dafür, aber... Ja, ob man dann sowas dabei immer denkt, wenn man den Schritt geht... Dann auch die Frage. Was ist mit Discord schon los? Ich muss mal die Gruppe stumm schalten, das nervt langsam. Was war das da hinten irgendwo? Ah ja, da. Yay, wir sind reich. Ja, natürlich. Oh. Mein Chat schon wieder hin. Doch. Ja, Existenzen wurden zuerst, ist halt so. Schlimm genug, wenn du dein Haus und alles verlierst, aber wenn dann halt wirklich deine Geschäftsgrundlage, damit wo du Geld verdienst, auch noch weg ist. Das ist. Ja. Du bist halt von heute auf morgen quasi Hartz-IV-Empfänger und kannst nichts dafür. Das ist wirklich unverschuldet.
Ah, okay. Man darf da nicht schwimmen. Okay. Da unten ist noch eine Kiste. Ich muss gleich mal mit hier. Da ist bestimmt der Enterhaken drin, nicht. Das wär's. Ja, dafür ist sie zu klein, dieses Kistchen. Ja. Geht nach, ja, kleines Rubinkistchen. Ah. Ist es, steht sogar noch. Wahrscheinlich muss ich sie einfach bis zum Ende schieben, dass sie da auch bleibt. Hier muss ich drunter durch. Wird man ja richtig reich. Viel Geld. Und ein Herzteil. Da oben ist sogar ein Schalter. So, das ist aber nicht das, womit ich gerechnet habe. Hier geht einfach ein Nebengang auf. Ich hätte jetzt gedacht, dass man hier irgendwo, dass hier irgendwo ein Schalter versteckt ist, womit man dieses Herzteil bekommt. Ja, hier. Ah. Tatsächlich versteckt. So, jetzt muss ich nur mal hier auf meiner Herzteilliste mal kurz das entsprechende Häkchen suchen. Absiedlung, Nadelfelsen, Schädelküste. Zora, Höhle der Zoras, Schädelküste. Das müsste ja irgendwas mit Festung sein, oder? Ja, die Reihenfolge ist nicht so ganz klar hier. Okay. Piratenfestung da.
Als Gorone beseitigt man die Fässer. Ja, alles klar, das ist es. So. Gut, das ist abgehakt. Das ist gut, jetzt haben wir auch dieses Mal von Anfang an gleich immer schön Überblick, welche haben wir schon. Haben wir ja, schon geholt, welche das nicht. Für ein Konstrukt aus Schächten und Strömungen ist, als ob da ein normaler Mensch langkommen würde. Ja, eben nicht. Das war ja wahrscheinlich die... Ja, wobei, ob dann die selber da langkommen, ist auch die Frage. Ach komm jetzt bitte. Ach, ich muss auch noch auf diesem Ding stehen bleiben dann. Na gut. Achso, falls du dich ganz nach oben treiben lässt, dann steckst du erst mit dem Kopf in diesen Beinen drin. Ja. Ja. Nett. Auf die Zeit gar nicht verlangsamt? Ich erinnere mich gerade nicht dran. Ich glaube nicht. Ich dachte, ich hätte das gemacht, als wir gestartet sind. Ja. Okay, dann habe ich das irgendwie verdrängt. Na gut, ich habe es auch direkt beim Start schon gemacht, ne? Vielleicht habe ich da irgendwas nebenher gelabert am Anfang und sonst nicht mitbekommen. Sehr gut möglich. Ah. Ich bin gar nicht da. Nee, ich bin gar nicht da. Ihr seht mich nicht. Ja, die Felsmaske ist schon echt mega. In dem Fall, ja. Unauffällig wie ein Stein. Schleichen wir einfach mal hier. Hallo. Halt schon provokant, so direkt davor zu stehen.
Ja, zu nah ran darf man auch nicht. Wenn die einen berühren, dann wird man entdeckt. Aber, ist halt... Also ist halt nur, wenn man wirklich berührt wird, sonst entdecken die einen nicht. Hallo. Ah. Ach, guck mal, in den Hauptraum dürfen wir nicht. Das sind so irgendwie gebieft, oder erkennen sie dich? Sollen wir jetzt aber auch gerade. Das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, dass man da nee, trotzdem. Ich wusste es auch nicht. Also. Aber ich wusste auch nicht. Also, es ist offensichtlich, dass wir da hin müssen, aber ich habe auch noch grob im Kopf, was wir da machen mussten. Aber wir laufen jetzt einfach mal so, als würden wir uns da lang schleichen. Wir behalten jetzt einfach die Maske nur auf, damit es ein bisschen realistischer ist. Oder unrealistischer ist. Ja, aber wir laufen jetzt die ganz normalen Wege. Also wir klettern jetzt nicht erstmal in der Mitte hoch, sondern gucken uns erstmal die normalen Wege an. Also eigentlich... Ah ne, aber es ist wirklich so der Weg hier. Aber da kommen wir jetzt nicht weiter. Das heißt, wir müssen eigentlich... Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, wo man irgendwie den Haken bekommen hat, ob das hier irgendwo war. Ich glaube ja. Ich bin auch dran, dass es den da gab. Naja, wir werden es ja rauskriegen. Weil ich könnte auch in die Lösung gucken, aber irgendwie ist es ja dann doch irgendwie witziger, wenn man es ein bisschen selbst rausfinden muss. Ja. So. Ja, man will ja nicht irgendwie nur nach Lösungen hier durchspielen. Das ist ja auch nicht. Wir machen ja hier keinen Walkthrough, so streng nach Schema F. Die Wache entdeckt mich, ne? Diese hier. Aber die war das, die mich eben auch entdeckt hat. Ja. Aber anscheinend ja wirklich nur, wenn du. Die hatte ich aber nicht entdeckt. Ja, aber irgendwie. Sie werden zu spüren, oder dass da was ist. Guckt sie hinterher, ob es wirklich. So, da ist doch was, aber ich sehe nichts. Vielleicht muss man erstmal hier hoch. Ja.
Das ist schon irgendwie geil, wie sie einen immer hinterher gucken. Mm. Ich glaube, man konnte hier hinten dann irgendwie rein, oder? War das nicht so? Von hinten oder von ja, oben? Ja, hier von oben, da ist es doch. Genau. Genau, da müssen wir hin. Geh mal weiter deine Runde, du stehst im Weg. Okay, das ist doch besser. Ah, natürlich, genau. Stimmt, mit den Bienen und dann wurden sie verjagt. Oder Wespen oder was das ist. Ja, sind. Genau, man muss das Nest runterschießen und dann flippen die unten total aus und man kommt an die Truhe ran. Ja, das kann ich verstehen. Ich fände das auch nicht so witzig, glaube ich. Schweig, du Narr. Dieses Lachen. Ich will noch mal kurz draußen das Foto machen. Ach so, stimmt, da war ja was. Ja, obwohl ich glaube, das müssen wir nicht jetzt sofort machen. Das müssen wir ja sowieso erledigen können noch auch später. Ich glaube, die Patrouillen sind draußen immer noch unterwegs. Nur in dem Raum sind da nicht mehr so viele. Ich bin böse. Das Foto brauchen wir definitiv auch noch. Jetzt ist sie da vorne. Na gut. Und das müsste jetzt der Enterhaken sein. Ja. Ja. Achso, und die Zora-Eier müssen wir ja auch noch klauen nebenbei. Ja. Und da ist ja schon mal eins. Wenn man schon so was Tolles findet hier. Einen tollen goldenen Enterhaken. So. Alles Gute es sind hier vier Eier. Und wir haben zwei leere Flaschen. Also
Können wir gleich erstmal zwei auf einmal sammeln und dann, wenn wir zwei haben, müssen wir mal kurz raus. Stimmt, man muss ja immer eine Flasche packen. Naja, es wird schon gehen. Bastjo hätte ich gesagt. Quasi. Achso, man kann sie da brüllen. Das ist ja super. Wir fangen mal erstmal auf der Seite an. Ich hasse Schleichpassagen. Ach, Schleichpassagen sind doch toll. Eher nicht. Lassen sich diese Maske nicht täuschen. Na gut, sie ist halt bei den Röntgenblick, sie kann das. Na, Schmuggel klingt zu stark, hm? Na, Schmuggel klingt zu stark. Ja, ist sie zu stark, bist du zu schwach, ne? Ja. Ja, du merkst halt schon, die Schmuggelklinge hat schon ein deutliches Plus an Attack. Also das merkst du auf jeden Fall. Ja, sonst hätte sich der ganze Aufwand ja auch nicht gelohnt. So, dann einmal die nächste Flasche. Dann einmal noch die Truhe mitnehmen hier. Noch mehr Geld. Money, money, money. So, dann einmal unsere Lieblingsmaske. Und Magiepot. Ja. Hätte ja funktionieren können. So, gut, jetzt müssen wir erstmal zum Forschungslabor zurück. Thank you.
Gib doch. Das ist schon entspannt, wie schnell man schwimmt als Zora. Ja. Vor allem, dass man unter Wasser diese Eulen hören kann. Ja. Ein bisschen seltsam, aber ja. Ach, verdammt. Da bin halt sehr abgelenkt, aber wir sehen uns dann. Viel Spaß noch für die Nacht. Noch gute Nacht, eine erholsame Nacht. Schönen Träumen wünsche ich euch. Ja, wünsche ich dir auch. Ja, dir auch. Und überarbeite dich nicht. Ja, Uni ist manchmal. Ja, Uni ist hart, ich weiß. Manchmal echt hart, ja. Ist nicht zu beneiden. Ja, deswegen wichtig ist auf jeden Fall. So das, was ich gemerkt habe, so langfristigere Ziele stecken. Und vor allem, man muss es irgendwann auch einfach mal gut sein lassen können. Das ist auch wichtig. Irgendwann ist einfach der Punkt erreicht, so mehr ackern bringt nichts mehr. Irgendwann ist der Kopf zu, dann ja. Kriegst du eh nichts mehr rein. Genau, also das ist schon wichtig, dass man irgendwann auch einfach merkt, so okay, jetzt habe ich alles geleistet, was ich kann. Und jetzt bringt es nicht mehr, irgendwie mich da jetzt noch so reinzubeißen. Also ich will jetzt hier niemanden zum Faulenzen überreden, aber man muss wirklich irgendwann mal merken, so jetzt ist es genug. Also ich habe es irgendwann immer gemerkt, okay, mein Kopf, es geht jetzt einfach nichts mehr rein. Also egal, was ich jetzt machen will, es ist jetzt irgendwann mal einfach zu. Auch wenn ich mich dann zwinge, irgendwie weiterzumachen, das bringt halt nichts, weil halt einfach Konzentration weg ist. Wir haben damals für die Ausbildung so ein Microsoft-Zertifikat gemacht und... Also das, was am Ende eigentlich nichts wert war. Und ich habe diese blöden Bücher da gelesen. Riesige Teile. Und ultra langweilig. Aber dafür kannte ich zu dem Zeitpunkt wirklich die ganzen Menüs auswendig, ne? Also es war damals... Bist trotzdem hart. Windows Server 2003, da wusste ich wirklich so allen Scheiß. Die ganzen Menüs und wo ist was und... Ja, wenn das und das nicht funktioniert, woran kann das und das liegen? Ja, grundsätzlich sind diese Bücher schon wertvoll. Die haben auch 90 Euro gekostet. Das ist die teuerste Buchstütze, die ich habe. Aber, die sind mega teuer, diese Bücher. Ja, aber es so effektiv, muss ich sagen, es hat halt nicht so viel gebracht. Nee. Also, halt dieses Zertifikat kannte halt auch irgendwie kaum jemand. Also... Ich habe das halt immer schön bei den Bewerbungen mit rangehängt und so. Und dann kommt so die Frage, was ist denn MCSA? Ich denke mir ja, super, vielen Dank auch. Kennt und du hast den Scheiß gemacht und gelernt und getan und... Ah, super. Ja, und das Geile, so dieses Cisco-Zeug, das kennen sie wieder. Ne? Und das und da ehrlich gesagt, bei Cisco, wir hatten ja so einen Vorbereitungskurs, ne? Und da habe ich mir gedacht, so nach dem, was die da von uns quasi, also was sie uns da quasi eingehämmert haben, war ich ehrlich gesagt sehr enttäuscht vom Cisco. Okay. Also die da waren dann einfach so Dinger drin, die einfach faktisch falsch waren. So, das stand dann irgendwie in dieser Probeklausur, sage ich schon, hier, da gab es immer so Tests, die man machen konnte, ne? Weil da stand dann so drin, halt, welche
welche Technologien und so und welche sind denn besser? Und dann stand da halt drin von wegen, ja, Kupfer ist ja besser als Glasfaser, weil das viel höhere Datenraten zulässt. Ich habe das echt dreimal gegengelesen, aber da stand da wirklich, dass Kupfer besser sein soll. Und faktisch ist das, faktisch falsch ist. Ja, eben, das habe ich mir halt auch gedacht. Und das Ding ist einfach, das ist so, also eine von diesen Fragen, die dir dann gestellt wird, wo du dann ein Zertifikat kriegst, wenn du diese Fragen beantwortest. Und da habe ich mir halt, da habe ich mir dann halt irgendwie gedacht, so, ja, weißt du, so, das kann halt irgendwie nichts taugen. Nee. 30 Sekunden Zwangsstörung, sowas habe ich bei Tar nicht. Tar ist, glaube ich, kein Affiliate bei Twitch. Das ist durchaus ein kleiner Nachteil, aber das ist der Preis, den ich quasi in Kauf nehmen muss, wenn ich sowas wie Subs haben möchte. Leider. Wenn ich Twitch-Partner wäre, dann könnte ich die wieder deaktivieren, aber dafür müsste ich durchschnittlich 75 Zuschauer haben, glaube ich. Durchschnittlich? Ja, du musst irgendwie über einen gewissen Zeitraum hinweg musst du eine relativ gute Zuschauerschaft haben. Und du musst auch und du hast natürlich auch eine gewisse Mindestmenge an Streamzeit, die du da zubringen musst. Und das ist beides bei mir relativ schwierig. Ach verdammt! So viel Platz hatte ich gar nicht. Na egal. Ah. Ach, aus dem Weg, verdammt. Noch mehr für Leute sind, die das vielleicht dann so ein bisschen hauptberuflich machen. Ja, eben. Also. Von daher, da will ich auch nicht jammern. Also. Twitch Affiliate ist schon ganz okay. Ja, gut. Ich sehe es ja ein. Ist nicht so cool mit der Werbung, aber. Wollt ihr nicht Drachenlord das immer haben? Twitch-Partner werden eine Zeit lang. Ja, er hätte ja auch die Zeit, das durchzuziehen. Ja, sicher, er könnte es ja. Theoretisch ist er hauptberuflich Gamer, YouTuber, was auch immer, aber. Naja. Hat er Arbeit. Ja, was geht hier, Kakade? Oh, ich habe das mitbekommen. Drachenlord hat natürlich wieder den Samariter gegeben, ne? So getan, so, ja, und. Also er leistet doch so viel und er würde ja auch für die Opfer der Überschwemmung und sowas machen und so. Und hat dann aber irgendwie aber irgendwie wirklich in dem Stream. Ach, ich krieg das gar nicht mehr zusammen. Toni kriegt das bestimmt besser zusammen, ne? Er hat in dem Stream einfach mal kacken dreist. Irgendwie 40 Euro in Pokémon Go investiert. Oh Gott. So. Dieser ja, Typ. Ja, und hat sich dann irgendwie groß gerechtfertigt und so. Und da gab's jedenfalls ein Video von irgendeinem, ich weiß jetzt nur nicht mehr welcher das war. Oh, in die falsche Richtung. Von einem. Ja, und. Was habe ich am Rande mitbekommen? Der Depp, der. Ja, und vor allem, irgendwer von den Reactern hat halt gesagt, so: Mensch, das war doch deine Chance. Du hättest einfach einen Spendenstream machen können oder sowas, ne? So, dann hättest du wenigstens mal zeigen können, dass du nicht nur die ganze Zeit laberst, sondern auch wirklich mal was machst. Aber. Ja. Aber das Ding ist einfach, das wäre ja ein Opfer seinerseits. Weil das Geld, was er spendet, das kriegt er ja gar nicht. Da kommt es halt dann wieder raus, dass es eigentlich nur um ihn geht. Ja, stimmt. Boah! Was denn? Das war gerade fast coronewürdig. So. Ja. Ein bisschen gehässig hier. Ach, wärst du nie. Komm nicht drauf. Käme ich denn dazu? Mhm. Ja. Ist klar. Ich bin der liebste und netteste Mensch, aber. Dieser Typ wohl heute macht. Nee, das ist eigentlich so. Achso, ich weiß nicht, ist das ein Zitat von irgendjemand anders? Oder? Ja, das ist.
Acetone. Ach so, ich kenne das. Der netteste Mensch, und dann aber. Ich kenne das nur mit. Ich kenne das. Was, bitte? Den Rest lasse ich jetzt mal weg, weil wir wollen ja nicht gespottet werden. Ja, es gab auch irgendwie sowas, ich bin der liebste und netteste Mensch. Und jeder, der was anderes behauptet, kriegt was auf die Fresse. Nee, soweit ich weiß, hat er irgendwie, ich bin der liebste und netteste Mensch. Aber sobald es um geht, dann werde ich und so. Du hast angefangen, einen Hater zu feiern, plötzlich ist sein Kanal dicht. Um wen geht's denn da? Er ist irgendwie, der Verschleiß an Kanälen ist im Moment echt krass, ne? Das ist mir aber auch schon aufgefallen. Aber der vegane Jametzger ist jetzt ja wohl irgendwie wieder da. War der weg? Ach, Zarencouch, ja stimmt. Oh nein, die gute Zarencouch. Ja, das fand ich auch ganz gut. Was ich halt auch einfach nicht verstehe, weißt du so... Ich fand den Namen gut. Ja, stimmt. Und dieses aber, Bild, was er im Eck hat. Aber ich, das ist so eine Sache, die verstehe ich halt auch einfach nicht. Warum nimmt YouTube eigentlich den Drachenlord so in Schutz? Keine Ahnung. Das hab ich noch nie verstanden. Das ist... Achso, ja, ich wollte noch... ja, eigentlich... Das ist halt auch so eine Sache, die mir echt nicht klar ist, weil... Also, im Prinzip, jeder, der irgendwie, sag ich mal, nur reactet oder sowas, wird halt super schnell mal weggestrikt und so. Und ich sag mal, dass so diese ganzen Reaction-Videos, davon gibt's doch Unmengen. Und so, warum ist das denn nur bei ihm irgendwie immer so strike-würdig? Das verstehe ich nicht. Und er kann halt im Prinzip dauernd gegen die Community-Richtlinien verstoßen und es scheint irgendwie niemanden zu stören. Er kann ja auch gegen Gesetze verstoßen und er krimmt immer wieder damit davon. Von dem her, mal gucken, was jetzt da rauskommt im September, aber ich glaub's halt nicht wirklich, dass irgendwas passiert. Ja, ich glaub's auch erst, wenn's soweit ist. Ja, eben. Eben. Die das sich freuen. Oh. Gefunden. Wo hab ich denn das gefunden? Hier gerade eben. Okay, ich sag ganz ehrlich, immer noch, Kara hatte dieses Drachen-Game nicht nötig. Der hatte mit seinen Mörder-Videos richtig guten Content. Ja, es gibt auch wirklich welche, die brauchen das eigentlich nicht. Was ich halt auch immer so witzeshalber sage, aber das ist tatsächlich einer der in Anführungszeichen Witze, an denen noch ein bisschen was dran ist. Also hier die Käferbande kennt man ja eigentlich auch noch. Und eigentlich, also ich weiß nicht, ob man denen das jetzt so unterstellen sollte, aber im Prinzip haben die haben nur ein halbes Jahr Drachen-Content gemacht, haben sich halt damit den Kanal halt irgendwie auf eine richtig heftige Größe hochziehen lassen. Also die haben sich wirklich am Drachenlord hochgezogen, sozusagen. Und und dann haben sie gesagt, ach nee, wir machen keinen Drachen-Content mehr. Und da habe ich mir auch gedacht, so, das hätte ich eigentlich auch machen können. So. Ne? Einmal schön am Dicken hochziehen. Und dann sagen, ja nee, jetzt habe ich genug Hate-Game gemacht, jetzt reicht mir das. Und jetzt ist gut. Und dann haben sie halt eine... aber die haben dafür jetzt halt einen Kanal mit 15.000 Abonnenten und immer Action im Stream, ne? Es sind immer Zuschauer da. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, also irgendwie musste man hier den Schildern folgen. Genau, man musste irgendwie immer den Pfeilen nach. Das ist auch in mehreren... In Link's Awakening gab es doch auch diesen mit den Schildern, wo man das eine Lied da von dem Frosch bekommen wollte. Stimmt, ja. Das erinnert mich gerade so ein bisschen, so apropos Schilderrätsel. Sie wollte ich nicht hin.
Nicht über die Schwelle. So. Ah, ich glaube nämlich, hier will nämlich das Seepferdchen. Ja. Wow, wie groß ist das bitte? Vor allem dieses leuchtende Ding auf der dieser, wie nennt man das? Antenne, keine Ahnung. Diese Doppel da auf dem Kopf, keine Ahnung. Ja, stimmt, das macht so. Genau, also der kennt nämlich den richtigen Weg. Man darf hier nicht den Pfeilen nach, also nicht nur, sondern. Irgendwann verläuft man sich sonst, weil nur er dann. Genau. Ah, guck mal hier, du musst doch hier zwischendurch so mitten durch das Feld laufen. Und das hört sich wie die Schritte sich anhören. Ja. In den Tiefen unter dem Nadelfelsen leben viele gefährliche Seeschlangen. Mein Freund ist dort gefangen. Bitte vertreibe all die Seeschlangen und rette meinen Freund. Ja, wir müssen ja eh hier zweimal herkommen. Obwohl, die müssen wir gar nicht. Wir haben drei Flaschen. Wir lassen einfach eine Dingens hier, eine Fee frei. So, okay, also Seeschlangen töten. Da vorne ist schon mal eine. Wir arbeiten uns hier Stück für Stück einfach durch. Da ist sogar ein Zora-Ei. Was denn? Solltest du den? Ach ja, genau. Der fehlt mir irgendwie auch voll, der olle Oberkakey. Der ist doch eigentlich abgeschlossen heute, keine Kamera. Was? Abgeschlossen heute Kamera. Was war die Spracheingabe? Ach so, ja, das liegt daran, ich hab wieder mal oder immer noch dieses Gerstenkorn. Und ich habe noch keinen Termin beim Augenarzt bekommen. Und wenn ich so ein Matschauge habe, das ist so je nach Tageslage, ist das mal schlimmer, mal weniger schlimm. Und wenn es irgendwie besonders schlimm ist, dann möchte ich die Kamera nicht anmachen. Also so ein bisschen eitel bin ich dann schon. Also Gerstenkorn, das war, glaube ich, Hagelkorn, was weh tut. Das Gerstenkorn ist einfach nur dick und sieht doof aus. Ups, was war denn jetzt los? Ja, also zum Glück, ich kann mich nicht beklagen. Also es ist jetzt, sieht jetzt einfach nur doof aus, aber es tut nicht weh oder so. Aber es ist trotzdem ein bisschen nervig, immer mit so einem dicken Auge, ist doof. Und ich weiß ja, es gibt hier so ein paar Experten-Trolle, die sich dann genau so ein Screen-Capture dann rausholen, wenn man gerade ein dickes Auge hat und dann... Dann kann ich wochenlang in den Kommentaren immer Leute sehen, die unter mein Video meine Videos kommentieren und dann so ein Gesicht von mir da mit dem Gerstenkorn. Ist nicht das, was ich gerne erhalten möchte. Oder damals gesagt, Gerstenkorn war die schlimmsten Schmerzen, die er hatte. Es war bestimmt ein Hagelkorn. Das ist ein Unterschied. Also ich glaube, also üblicherweise, ich glaube, Gerstenkorn war das eigentlich nicht, was weh tut. Aber das Erscheinungsbild ist sehr ähnlich. Ich hatte auch mal ein Hagelkorn. Das sieht von außen sehr ähnlich aus, aber das ist irgendwie ein Unterschied, ob das irgendwelche Drüsen sind oder irgendwas anderes. Und das Hagelkorn war das, glaube ich. Muss mal gucken. Also entweder so rum oder so oder andersrum halt, aber. Ich hatte halt auch irgendwas, das hat mega weh getan. Und das hat mir richtig Schmerzen gemacht. Also. Nein, dann hast du ein Hagelkorn. Also hier steht, Hagelkorn entwickelt sich langsam und tut meist nicht weh. Ah, so rum war das, genau. Dann und dabei sind keine Bakterien im Spiel, sondern wahrscheinlich eine Talgdrüse versprochen. Genau, so war das. Und beim Gerstenkorn. Ja, sorry, genau, ich habe ein Hagelkorn. Ja, richtig. Das entzündet wohl. Und genau, ja.
Und ein Hagel, das genau, das Gerstenkorn, das hatte ich mal. Und das war auch schon ziemlich mies. Das war echt nicht schön. Und danke, Kevin. Oh. Müsste hier noch. Also ein Zora-Ei müsste hier noch rumfliegen. Schon irgendwie befremdlich, dass man hier irgendwie 50, 60 Meter unter dem Wasser ist und die Vögel von draußen. Ja, sag ich So ja, das ist ein knapp unter der bisschen. Oberfläche hätte ich es mir noch eingehen lassen, aber so in der Tiefe dürfte man eigentlich nicht mehr viel mitkriegen. Wir hatten das Thema ja neulich erst. Für den Tauchschein mussten wir nur 18 Meter Tiefe haben. Und diese 18 Meter waren schon Wahnsinn. Wenn du 18 Meter unter dem Wasser bist, du sitzt dann auf dem Meeresgrund und guckst hoch und kannst dir das einfach vorstellen, dass da fast 20 Meter Wasser über dir sind, so. Er ist bestimmt. Unglaublich. Oh nein. Was stimmt, kannst du mich nachher nochmal dran erinnern? Ich muss diese Zeit, die Icons im Bild bleiben, muss ich erhöhen. Okay. Für die Emote-Wand. For the Wall of Cat. Ja, genau. Das ist ja auch okay, wenn das noch ein bisschen länger im Bild bleibt dann. Mach das nicht, der nicht zu oft. Ab und zu überkommt es mich dann. Ja, das ist ja auch okay. Ich mag das gerne, wenn der Chat ein bisschen lebt. Ich finde es so witzig, wenn dann plötzlich die ganzen Katzen auf dem Bildschirm. Wohnung streichen und umstellen zur Flächung. Ja, ich bin auch gerade am Wohnung machen, aber hauptsächlich da so Stück für Stück neue Möbel. So mal hier ein neuer Schrank, mal da ein neues Regal. Ja, und wenn du mal reinschauen möchtest, gerne, ne? Also in Hangout kannst du mal gerne wieder reinkommen. Kann nur sein, dass wir die Tage dann noch mal ein bisschen reorganisieren bei den HOs. Aber es liegt auch ein bisschen daran, ich hab halt zum Beispiel bei den Reactions, da bin ich halt auch am Überlegen. Also eigentlich, also es ist immer, ich will mir immer noch die Möglichkeit übrig lassen, selber zu entscheiden, was halt gespielt wird, aber trotzdem würde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal so eine Art Vorauswahl treffen, dass am Ende nicht immer wieder dieses Genöle da ist, von wegen, ja, es war jetzt überhaupt nichts, was ich wollte dabei. Ne? Das geht mir auf Dauer nämlich auch ein bisschen auf den Keks. Danke, Link. Nimm dies als Zeichen meiner tiefsten Dankbarkeit. Oh, ein Herzzeichen. Das wird dann direkt mal hier auf unsere Liste. So. Das ist der Nadelfelsen, ne? Nadelfelsen, da. Die letzte Seeschlange im Nadelfelsen hinterlässt der ein kleines Seepferdchen. Alles klar. So. Gut. Oh. So, alle wollen nicht politisch werden, das finde ich schade. Ich bin auch fleißig mit. Ja, das grundsätzlich, mich stört das ja gar nicht mal unbedingt so. Aber es darf halt nicht die ganze Zeit politisch sein. Wenn ihr mal hier und da was Politisches reden wollt, dann macht das ruhig. Aber verlangt nicht von mir, dass ich mich dann daran beteilige. Ich gebe das gerne zu, ich bin politisch nicht so bewandert. Es ist mir einfach zum Großteil alles ziemlich egal. Und von daher braucht man mit mir keine politischen Diskussionen führen. Das führt eh zu nichts.
Ja, okay, gut, das stimmt, das ist auch nicht gut, wenn Alex dann aussteigt. Das, Ja gut, aber bei ihm darf es ja andererseits. nicht mal 2 Minuten kritisch sein, sonst ist er weg. Das ist ein bisschen schwer dann. Also er ist ja da immer relativ schnell damit fertig. Ja, okay, das. Ich kann es verstehen. Also eigentlich möchte ich auch die Streams im Großen und Ganzen schon irgendwie versuchen, zumindest frei von Politik zu halten. Aber so ab und zu ist es ja auch mal okay. Also, ist ja alles so die Frage, wie viel, ne? Ja, ne, ist halt so, ne? Ich meine, ich kann mich halt. Also, ja gut, ich meine, ich klinke mich ja im Prinzip auch aus, wenn es um Politik geht, ne? Halt auch aus gutem Grund. Weil dann irgendwer kommt immer an und sagt dann, oh, das ist aber links oder das ist aber rechts oder das ist aber mittig gestreift, keine Ahnung. Und Mittig gestreift. keine Ahnung, was denen immer einfällt. Also. Geil, ich finde die Bezeichnung toll. Mittig Ja, gestreift. keine Ahnung, was da gerade so in ist. Also, irgendwas wird einem immer ausgelegt. Und wenn man A sagt, dann wird gleich sonst was reininterpretiert. Und wenn man B sagt, genau das Gegenteil. Aber das Problem ist halt, weil die Leute ja nicht differenzieren können oder wollen. Dann in dem Moment, in dem du irgendwas Politisches sagst, dann im Prinzip kannst du nur noch Ich verlieren. sag ja immer, die Leute können nicht mehr differenzieren und dann, Ja, ja. Ist halt dann das. spreche ich lieber eher so allgemein also ich spreche auch gerne über gesellschaftskritische Themen. Ist mir Aber das auch darf recht. man auch nicht, da muss man auch mega aufpassen, sonst kommt Ja, dann das einer. stimmt, aber es ist immer noch besser, als um über irgendwelche Politiker zu reden. Das kann ich noch viel weniger ab. Genau, Papageien sind das beste Thema. Lest gerade Hannover 3000 Partygäste in Quarantäne. 3000. Was ist denn da Wie da in los? Holland. In Holland war doch auch irgendwie irgendwas wegen dem Festival. Und die waren irgendwie in Clubs und Bars unterwegs. Super. Und Tourismus vor neuer Krise durch die Flutkatastrophe. Eieiei. A sagt, muss auch FD sein. Oh. Ah ja. So, genau. Also an der Stelle, wir haben es jetzt auch schon 11. Das ist eigentlich auch ein guter Zeitpunkt. Ich würde nur jetzt kurz überprüfen, ob es auch das Lied jetzt ist, was man braucht. Wir testen das jetzt noch mal kurz und wenn das hinhaut, dass man damit in den Tempel kommt, gehen wir doch mal aus dem Tempel raus, reisen noch mal in der Zeit zurück. Und speichern ab.
Ja. Und dann machen wir an der Stelle nächstes Mal weiter. Ich glaube nämlich, du musst hier... Oh Gott, wie war denn das? Nee. Wir in der Schildkröte versinken. Das konnte man nur früher nicht sehen, weil die Auflösung dafür zu niedrig war. Ob das so schlau ist? Klar. Ist doch immer schlau, ja. Mit einem Boot in so einen Wirbelsturm reinzufahren. Ja, wie unerwartet. Was ist das jetzt? Ja, natürlich. Also, es hätte ja auch klappen können. Ich meine, das sah doch total vertrauenserweckend aus. Ja, winkt. Oh. Ja. Ach, guck mal, hier haben wir auch die Plattform. Genau. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir zurück wollen, dann müssen wir uns wahrscheinlich nur wieder auf den Rücken schwingen. Ah. Okay, ich glaube, ich muss seitlich näher ran. So, genau. Da sind wir. Dann fliegen wir jetzt erstmal nach Unruhstadt zurück, laden wieder 200 Rubine aufs Konto, speichern ab. Aber das hat doch eigentlich total gut in diesen Stream-Zyklus da reingepasst. Also, ja. Also ein Stream, um zum Dungeon hinzugehen, ein Stream für den Dungeon. Und dann, aber es ist immer krass, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Und dann denkt man so, ja, man holt dann um die Eier und macht das und das und nee, schon, zack, das Stream wieder vorbei. Ich glaube, das war aber bei Ocarina of Time auch relativ ähnlich.
Ja, stimmt. Das war auch immer so grob. Ein Stream für den Tempel und ein Stream für den Lauf dahin, so im Vorfeld. Ja, und für Zwischensachen oder irgendwelche. Ja, es gibt ja auch immer so kleinere Sidequests, die man mal machen kann, ja, wenn es gerade genau, halt passt, ne? Wobei dieses Spiel halt mehr noch von Sidequests lebt. Das stimmt, ja. Ocarina of Time ist ja mehr Tempel und Zeug. Ja, stimmt. Gut, ich sagen muss, mir hat der Majora's Mask immer besser gefallen. Ich mochte das auch wegen der Atmosphäre einfach schon, ne? Also, dieses mit dem, der Mond stürzt runter und... Man nimmt es immer so leicht, hat es im Nacken so die Zeit, wo abläuft. Genau, und gerade weil die Uhr auch immer da ist und man sieht den Mond von oben halt und... Ja, es ist irgendwie die... So, ich fand auch die Atmosphäre viel schöner und das Gameplay war auch runder, ein bisschen besser, halt auch durch das Notizbuch, wo du immer, so coole Übersicht hast, was jetzt eigentlich wie. Die würdest halt echt sonst klappt voll den Überblick verlieren. Ja, das ist total wichtig. Aber guck mal, da haben wir irgendwas auch noch nicht gemacht, also wir haben noch nicht das abschließende Siegel. Aber ich glaube, es gibt auch eine Gorman-Maske. War das nicht mit der Band irgendwie? Das weiß ich nicht mehr. Das kann sein, ja. Mit der Band in der Bar irgendwas und dass er dann weint oder so und dann total traurig, weil sonst läuft er immer ja, so kriegstremmig. Ja, das stimmt. Ja, das ist gut möglich, ja. Und er klappt plötzlich ganz weich und weint und und ist dann ganz arg, weil er jetzt so sentimental geworden ist und so. Ach hier, der auch. Ja. Ja, dann? Guck mal, da ist noch hier. Ach, guck mal, Milchlieferung beschützt. Ja. Aber das Rennen hast du noch nicht gemacht, oder? Das Rennen? Nee, ich glaube noch nicht, nee. Vielleicht ist das dann deswegen nicht abgeschlossen. Ja, das ist möglich. Aber das ist halt das Coole. Guck mal, auch bei Anju. Wie viele Kleinigkeiten da sind. Die Quest ist halt, ja. Ich würd fast sagen legendär. Also, ja. Na gut, okay. Dann machen wir jetzt hier. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, ich freue mich auch drauf. Auch vor allem das letzte Ende, wo man so kurz vor der Mond ist jetzt runtergefallen, so, ne? Auf den letzten Minuten und du denkst dir, oh, habe ich alles richtig gemacht? Und sitzt da und wartest vor der Tür und hoffst, dass es klappt. Ja, das ist eine coole Quest. Aber es gibt auch einige Dinge, die ihr da schief gehen können. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir da die Safe-Stats auf unserer Seite haben. Dass wir nicht den ganzen Wust nochmal von vorne machen müssen, falls wir irgendwas verbocken. Ein Hoch auf die Safe-Stats. Gut, so. Die sind da voll in ihrem Gespräch da. Gut, ihr könnt übrigens den Chat weiterhin benutzen, auch wenn ich nicht streame, das funktioniert auch, ne? Ansonsten seid ihr auch natürlich eingeladen, euch im Discord auszutauschen. Also die Turm-Launch ist für alle da, ne? Also ihr dürft sie halt logischerweise auch benutzen, ne? Also da könnt ihr euch auch gerne noch unterhalten. Und an der Stelle machen wir jetzt Feierabend, es ist spät genug, wir haben gut was geschafft. Beim nächsten Mal geht's dann im Wassertempel weiter. Ja, ich freue mich da schon drauf. Danke fürs Einschalten und den Chat beleben. Würde ich sagen, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.